In der heutigen Folge zeige ich dir, wie du einen gegrillten Pfirsich mit Honig-Mascarpone-Creme schnell und einfach zubereiten kannst. Viel Spaß dabei! Für die Mascarpone-Creme brauchen wir natürlich Mascarpone, ein bisschen Creme Fraiche, dann kommt hier noch ein bisschen Honig rein und für den gegrillten Pfirsich brauchen wir natürlich nur Pfirsiche. Als allererstes nehme ich die Pfirsiche und mache hier die Kerne raus. So sehen die Pfirsiche dann aus, wenn ich die Kerne rausgemacht habe. Die Pfirsiche nehme ich dann einfach so und hier auf den Brennern, wo es nicht ganz so heiß ist, die habe ich jetzt ganz hoch gedreht. Nehme ich mir ein bisschen geklärte Butter, pinsel die ein und brate die hier ganz einfach an. Lass die Pfirsiche dann einfach so jetzt 5 Minuten bei geschlossenem Deckel einfach vor sich hingaren. In der Zeit mache ich dann die Mascarpone-Creme fertig. Dafür muss ich hier nur noch den Honig dazugeben. Das heißt ja Mascarpone-Honig-Creme, also kann hier auch gut was an Honig rein. Und verrühre das Ganze dann einfach nur noch. So sieht die Creme dann aus. Die schmecke ich jetzt einfach noch ab. Das passt so für mich, aber wenn man möchte, könnte man hier ja noch ein bisschen Limettenabrieb, Zitronenabrieb, Orangenabrieb oder Vanille dazugeben, um dem Ganzen ein bisschen Pep zu verleihen oder ein bisschen anderen Geschmack. Aber ich finde, das schmeckt super so. Und so lasse ich das jetzt. Das stelle ich jetzt zur Seite im Moment. Und dann kümmern wir uns wieder um die Pfirsiche. Da die Pfirsiche fast fertig sind, fange ich schon mal an, den Teller anzurichten. Dafür nehme ich mir einfach ein bisschen von der Creme. Mache hier gut was unten rein. Dann habe ich hier als Deko noch so ein paar Mandelstifte, die ich da drauf geben werde. So sehen die Pfirsiche jetzt aus, nach ca. 5 Minuten. Und fertig ist mein gegrillter Pfirsich mit Mascarpone-Creme. Ich werde das Ganze jetzt einmal alles zusammenprobieren. Dafür habe ich mir ein Messer geholt, um den Pfirsich mal zu schneiden. Ich bin vor allem begeistert von der Mascarpone-Creme. Der Pfirsich schmeckt halt einfach wie ein angegrillter Pfirsich. Und ich glaube, das könnte man durch jede Frucht ersetzen. Aber die Honig-Mascarpone-Creme, die schmeckt echt super. Die bringt einen schönen Touch rein. Der Honig, also der macht das Ganze nicht so extrem süß, finde ich. Es ist ein sehr angenehmer Geschmack. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.